ihn gegen den FC Saarbrücken gewonnen hat. Aber im Augenblick jetzt, wo alles zählt, gegen Falk, 1:0 Führung im ersten Satz. Ja, auf der anderen Seite hat Patrick Franziska in den beiden Bundesagiere, den wir später auf der dritten Position spielen sehen werden für Saarbrücken. Aber jetzt. Ja, das ist wirklich auch strittig diskutiert. Ja, ist auch manchmal sehr schwer für den Schiedsrichter zu erkennen. Der Ball eben auch der Punktgewinn gesucht wird. Er mitunter etwas. Könnte. Und gerade so Spieler jetzt wie Matthias Falk, der dann doch etwas länger braucht, um ins Spiel zu kommen. Eigentlich, dass der Gegner schnell gegen ihn spielt, um dann. Hier hat man es ganz gut eigentlich gesehen, wie so einen gut aufspielenden Patrick Franziska. Dann auch mit Rotation über die Rückhandseite vorzubereiten. Das ist der, ja, der glatte Belag, der schwarze Belag, das sind die angesprochenen kurzen Noppen. Und auch beim Aufwärts der schwarze, das ist der kurze Noppenbelag. Matthias Falk da ein bisschen mehr auf Mittelvorhand anzuspielen, die ersten Bälle, die dann doch ethischen, durchtrainierten ja. Eindruck. So. Topfit. Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt, hat er zweimal eigentlich den Ball gerettet, fast artistisch. Und da hat ihn aber immer noch 6 Satzbälle. Ja, sehr viel häufig über seine Rückhandseite auf. Ja, da. Das war wieder ein typischer Griff mit den Noppen und geht dann direkt mit der starken Vorhand. Sehr, sehr gut. Zeigt er die, ja, ich will mal sagen, die Franziska. Ja, Patrick versucht direkt Falk in Vorhand Mitte lang. Zum Schluss, die letzten 2, 3 Bälle waren dann doch etwas besser. Aber ja, er muss schon jetzt gucken, dass er. Das ist stark. Wir haben das ja interessant, was das Aufschlag-Rückschlag-Spiel und der erste Ball angeht. Vorhand und mit Rückhand. Wenn man das Ganze auf dem höchsten Niveau die ganze Zeit, Wahnsinn, sie waren extrem verbessert. Ja, dass ich auch hatte, aber auch sehr intensiv an seiner Fitness gearbeitet. Sehr, sehr gut reagieren, sehr, sehr gut praktizieren kann. Aber Patrick Franziska war bereit, ist über den. Ja, war eigentlich eine gute Variante, ja, den Rückschlag. Touch für den Vorhandschuss gefunden hat. Ja, er ist noch nicht in seinem Rhythmus ganz einfach. Ja. Er muss da. Mit dem normalen Noppeninnenbelag. Zweimal gesprochen darüber. Und sehr, sehr. Und dann auf diesen ersten Ball direkt zu beschleunigen. Sehr gut. 6:4 Führung. Und da hat man das erste Mal diese Zeitlupe. Ja, das ist wie eine Ohrfeige. Ja. Das ist so ein harter Kurznoppenbelag auf der Vorhand stark gekontert. Sein eigenes System zu spielen, sich zwischendurch auch noch mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Dann auch Phasen im Spiel sind, wo man vielleicht etwas leicht und aggressiver gespielt. Und wieder nach diesem Vorhandschuss danach nicht getroffen. Jetzt hier geht er gut nach. Die Frage ist natürlich, man reagiert ins enges Ding jetzt hier in Satz Nummer 2. Hier nochmal Vorhand-Topspin von Falkert. Ja, aber der war eigentlich gut. Ganz wichtiger Punkt. Guter Mut. Den Gegenläufer über Vorhand. Stark. Ja. Zwei sehr starke Aufschläge. Einen direkten Punktgewinn mit dem Aufschlag. In die Rückhand. Hätte vielleicht ein bisschen mehr über Mitte platziert. Und jetzt beim Satzball. Eine sehr starke Rückhand.
Aber nichtsdestotrotz Patrick Franziska bislang hier mit einer sehr, sehr guten Leistung und führt 2-0. Wechsel in die tiefe Vorhand von Patrick Franziska. Das war fest. Das Risiko insgesamt hochzunehmen, einfach zu hoffen, dass man eben ein paar ja, einfache Punkte... Drei Sätze konstant zu halten. Und ich denke, dass Falk jetzt auch... Und jetzt eigener Aufschlag. Also man sieht in diesen Diagonalen, aber jetzt hat Patrick Franziska aus Mitte in die Diagonalen erwartet und diese Ballwechsel Faust zu berechnen. Darum geht es ja häufig auch im Tischtennis. Gut platziert und gut mit Vorhand nachgegangen. Im Aufschlag von Matthias Falk. Und nach dem die ersten Bälle mit der Vorhand eine bessere Qualität erreichen. Mehr Rotation. Und eine höhere Geschwindigkeit. Matthias Falk hat hier so ja, mehr und mehr die Kontrolle gefunden. Jetzt der. Sehr stark. Sehr stark. War schon richtig, richtig gut gespielt von Franziska. Aber muss man erstmal verwandeln. Absolut. Der erste Vorhand-Topspin. Ob Matthias Falk sich nochmal an den langen Aufschlag erinnert? Ja, macht er. Aber diesmal ist Pan. Schon sehr, sehr stark war. Ja, hat er erahnt. Ne? Hat er also Aufschlagvariation zum Beispiel. Sehr gut. Sehr gut nach. Wahnsinn, was für eine Reaktion auch mal. Auch kein Kraut gewachsen. Und das, was ich vorher so ein bisschen gespürt habe. Hängt aber, glaube ich, auch mit der Aggressivität von Patrick Franziska, die er jetzt ja umsetzt. Zentig so rüber. 7 beide. Zum Ball. Lang Schubball. Und wieder der Parallele. Und Ausrufezeichen. Ganz serviert hat, aber sehr gut da parallel. Selbst der perfekt reagierende. 3 Matchbälle. Eine Schwächephase vielleicht im dritten Satz mit dem 2-6 Rückstand, aber wie er dann den Rückschlag... Den ersten nutzt er gleich, 11-7, da winken sie sich zu. Natürlich kein Shakehand im Hygienekonzept vorgesehen, aber vorgesehen, außer Brückersicht, die